Am 30. Januar 1969 traten die Beatles letztmalig gemeinsam musizierend auf. Um an dieses denkwürdige Ereignis in der Karriere der Beatles mit LES-Schreibweise am Ende zu erinnern, trat die Tribute-Band The Beatles mit ALS am Ende am Donnerstag erstmals gemeinsam an der Westanlage auf. Wir machen heute ein Beatles-Rooftop-Konzert. Die Beatles haben vor 45 Jahren das letzte Mal live gespielt. Das war auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London. Und wir erinnern heute quasi mit diesem Konzert daran. Für mich ist das Konzert heute was ganz Besonderes. Damals finde ich sehr schade, weil sie halt zum letzten Mal gespielt haben und das dann auch noch unterbrochen worden ist und das ja eigentlich irgendwie der Neuanfang der Beatles sein sollte. Und dann war es aber im Endeffekt das allerletzte Konzert, was sie gegeben haben. Es haben manche Stücke mehrmals gespielt, Get Back sogar, ich glaube, dreimal. Ja. Also es war schon sehr seltsam, das ganze Konzert. Ja, die ersten Stücke waren teilweise besser, die zweite Version wurden schlimmer, muss man sagen. Viele Fehler in den Solos und so, aber es war halt sehr spontan alles. Während das Originalkonzert in rund 40 Minuten dauerte, ehe es die Londoner Ordnungskräfte aufgrund des Menschenauflaufs und des drohenden Verkehrschaos beendeten, spielten die Beatles rund eine Stunde lang die größten Hits der Fab vor. Ursprünglich war es geplant gewesen, das Tribute-Konzert auf dem Dach des Karstadt-Parkdecks stattfinden zu lassen, aber aus Sicherheitsgründen entschied man sich dazu, das Konzert ebenerdig vor den Karstadt-Eingang zu verlegen. Für ein Verkehrschaos in der Westanlage sorgte der Auftritt der Beatles zwar nicht, aber dennoch lauschten etwa 70 Fans von John, Paul, George und Ringo dem Spiel der Band, die unter anderem Let It Be, Lady Madonna und Yesterday zum Besten gaben.